Ja, gesegneten Sabbat von mir. Mein Name ist Patrick Schneller. Es freut mich, hier bei euch zu sein. Ich kenne ja einige von euch, aber einige auch nicht. Ich war noch nie hier, ich fühle mich aber sehr wohl bei euch, muss ich sagen. Ihr habt eine sehr schöne Gemeinde. Und ja, ich freue mich über die Einladung. Also mir wurde gesagt von Bruder Sergio, ihr habt euch so ein Motto gegeben für dieses Jahr, Erweckung und Reformation. Und ja, ich habe jetzt die Ehre, euch etwas zu erzählen über die Erweckung in der Pioniergeschichte. Und es geht um die Zeit, ja, dann letztendlich auch der großen Enttäuschung. Und ich hoffe auch, dass wir da sehen werden, ja, dass, wo viele Menschen sagen, ja, das war eine Täuschung, eine schlechte Erfahrung. Sie haben etwas vorhergesagt, was gar nicht passiert ist am Ende. Wie wir eigentlich sehen, dass Gott eigentlich doch diese ganze Bewegung, diese ganze Erfahrung für etwas Gutes verwendet hat. Jetzt bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mal fragen, wer hat sich schon mal etwas eingehender mit dieser frühen Adventgeschichte beschäftigt? Ja, ein paar Hände sehe ich. Also ich hoffe, dass wir alle was Neues mitnehmen können und möchte es aber auch so gestalten, dass die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ja wirklich einen guten Überblick bekommen über diese Geschichte. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Geschichte für uns. Ellen White hat einmal gesagt, wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns geführt hat und was er uns gelehrt hat in der Vergangenheit. Und so ist es, werden wir auch noch sehen, sehr wichtig für uns zurückzugehen und unsere eigene Geschichte zu verstehen. Wir werden sprechen, ja, über diese Zeit, wo verkündigt wurde, dass Christus wiederkommt in der damaligen Generation. Und es hat ein großes Aufsehen darüber gegeben, weltweit. Und damals wurde verkündigt, und das war in den Zeitungen, dass das Ende der Welt kommen würde, die Wiederkunft Christi im Jahr 1843. Um diese Zeit soll es gehen. Was ist da eigentlich passiert und was sagt uns das heute? Was können wir daraus lernen? Also erwarten auch wir eine Erweckung und Reformation? Erwarten wir sie in unserer Gemeinde? Erwartet die Welt so etwas? Ja, wir hatten vorhin in der Sabbatschule darüber gesprochen, ja, wie auch die evangelikale Welt auf so etwas wartet und wie sie jetzt Trump sogar sehen als nicht nur einen politischen Führer, sondern auch einer von ihnen, der hilft, eine religiöse Erweckung zu fördern, politisch. Und die Frage ist, wie können wir auch unterscheiden zwischen wahren Erweckungen und falschen Erweckungen, die ja kommen sollen? Also damals war das eine große Sache. Ja, das Ende der Welt wurde angekündigt für 1843, die Wiederkunft Christi. Und wir wollen jetzt verstehen lernen, was eigentlich in dieser Zeit geschehen ist. Und wir wollen einen Überblick bekommen über die prophetische Geschichte von 1798 bis 1844. Und ich möchte die Betonung legen auf prophetische Geschichte. Denn es ist nicht einfach nur Geschichte, sondern eine Geschichte, die vorhergesagt wurde in der Bibel. Wir werden uns anschauen, was sind die Merkmale wahrer Erweckung in dieser Miller-Bewegung, die damals stattgefunden hat. Und wir werden sehen auch, wie ging es weiter und was sind die Lehren für uns heute. Und diese Dinge werden sich auch etwas unterscheiden untereinander. Also das erste Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Ablauf der Reformations- und Erweckungsbewegung von 1798 bis 1844 eine Erfüllung biblischer Prophetie war. Und dies schließt die Erfahrung der Enttäuschung, die sie letztendlich hatten, denn wir alle wissen, dass er letztendlich nicht wiedergekommen ist, mit ein.
Und ich habe euch ein paar Bibelverse gegeben. Wir werden nicht alle im Detail durchgehen können. Aber vor allem bekommen wir dieses Verständnis aus Offenbarung und Daniel, dass diese Geschichte wirklich prophetisch vorhergesagt wurde. Und ich muss wirklich dazu sagen, dieses Thema ist eigentlich ein großer Komplex. Und was wir machen, ist, wir so einen Überblick, einen Rahmen dafür geben, dass ihr benutzen könnt für euer eigenes Studium. Also gehen wir mal rein und schauen, worauf sich eigentlich die Idee gründet, dass die Adventbewegung prophetisch vorhergesagt wurde. Also, dass wir die Bibel nehmen können und sagen, wir sind nicht einfach nur eine weitere Denomination, die einfach bestimmte Lehren hat, sondern uns kann man in der Bibel finden. Und das ist nichts Geringeres als die dreifache Engelsbotschaft. In Offenbarung 14, 6 und 7 wird von diesem Engel gesprochen, der ein ewiges Evangelium verkündigt. Und er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Jetzt, warum können wir das benutzen, um zu sagen, hier geht es um eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Prophetie erfüllen? Nun, Engel heißt Bote, und wem hat Christus aufgetragen, das Evangelium in der Welt zu verkündigen? Seinen Nachfolgern, den Jüngern, ja, also Menschen. Diese Engel, diese Boten, die hier gemeint sind, sind wir. Wir sollen das Evangelium in die Welt verkündigen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das Evangelium wurde doch schon immer verkündigt. Aber hier geht es um eine bestimmte Evangeliumsverkündigung, die bestimmte Merkmale aufweist, die zu anderen Zeiten nicht Teil des Evangeliums waren. Und das ist die Botschaft, dass das Gericht gekommen ist. Und zwar die Zeit des Gerichts oder die bestimmte Stunde des Gerichts. Und es ist jetzt wichtig zu verstehen, dass das eben nicht immer der Fall war. Während das Evangelium immer verkündigt wurde, wurde eine solche Botschaft in den vergangenen Zeiten nie gepredigt. Also Paulus hat gesagt, der Tag des Gerichts liegt in ferner Zukunft. Luther hat gesagt, das liegt noch mindestens 300 Jahre in der Zukunft. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo Gottes Volk, dargestellt durch diesen Engel, sagt, jetzt ist es soweit. Die Stunde des Gerichts ist jetzt gekommen. Und die Frage ist, wann ist das der Fall? Ab wann enthält die Evangeliumsverkündigung die Botschaft, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist? Und wenn wir diese Frage klären können, dann können wir auch die Zeit einordnen, wann dieser Engel aus Offenbarung 14 seine prophetische Erfüllung findet, oder? Wenn wir an prophetische Erfüllung denken, dann müssen wir immer einen Zeitpunkt fixieren und gucken, wo in der Geschichte schauen wir jetzt, um diese Erfüllung zu finden. Also was würdet ihr sagen? Ab wann enthält das Evangelium diese Botschaft, dass jetzt die Stunde des Gerichts gekommen ist? Nun, es ist ab der Zeit, ab der die Erkenntnis über den Zeitpunkt des Gerichts verfügbar sein würde. Denn diese Erkenntnis, wann das sein würde, war nicht immer vorhanden. Irgendetwas muss passieren, dass diese Erkenntnis überhaupt da ist. Wie komme ich da drauf? Nun, die Erkenntnis über den Zeitpunkt war verschlossen. Und zwar im Buch Daniel. Lange Zeit war diese Erkenntnis gar nicht verfügbar. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo jetzt die Erkenntnis überhaupt verfügbar ist, kann sich diese Botschaft überhaupt erfüllen, dass jetzt da Menschen sind, die das auch verkündigen. Und das finden wir in der Bibel in Daniel 12, also dass das Buch Daniel verschlossen war. Da heißt es in Vers 4, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Also irgendetwas im Buch Daniel war verschlossen, versiegelt. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es verfügbar. Und das wird hier die Zeit des Endes genannt. Und nur ein paar Verse später wird uns auch genannt, wann diese Zeit beginnt. Wann ist die Zeit des Endes? Am Ende der 3,5 Zeiten. Also es steht da eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Und dann wird das alles zu Ende gehen. Also die Bibel definiert die Zeit des Endes als das Ende der 3,5 Zeiten, was wir auch als die 1260 Jahre päpstlicher Herrschaft im Mittelalter verstehen, von 538 bis 1798. Also das Buch Daniel war verschlossen. Und welche Information war also verschlossen, die jetzt auf diesen Zeitpunkt des Gerichts hinweist? Das war Daniel 8, Vers 14. Die Grundlage und der Hauptpfeiler des Adventglaubens. Daniel 8, Vers 14, da wird diese Zeitangabe gegeben von 2300 Abenden und Morgen, 2300 Jahren, wenn man nach dem Jahr-Tag-Prinzip geht. Und dann heißt es hier, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Andere Übersetzungen sagen, dass es gereinigt wird. Nun, warum soll das jetzt das Gericht sein? Was hat die Reinigung oder die Rechtfertigung des Heiligtums mit dem Gericht zu tun? Nun, da muss man sich ein bisschen auskennen mit dem Heiligtumsdienst und den verschiedenen Festen, die die Juden damals gefeiert haben. Es gab ja verschiedene Feste, 7 an der Zahl durch das Jahr hinweg. Und das wichtigste und bedeutendste Fest war Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und an diesem Tag, am 10. Tag des 7. Monats im Jahr, sollte die Reinigung des Heiligtums stattfinden. Und für alle Juden war klar, das ist ein Tag des Gerichts. Bis zu diesem Tag mussten die Juden ihre Sünden, bildlich gesprochen, durch die Opfer, die sie brachten, in das Heiligtum bringen, die dort symbolisch aufbewahrt werden, und dann werden sie gereinigt, sie werden getilgt und sind weg. Und nur wenn man bis dahin das erledigt hatte, konnten auch die eigenen Sünden Teil dieses Reinigungsprozesses werden. Und dann war alles entschieden. Es war der Tag des Gerichts. Und somit weist diese Sprache, dass das Heiligtum gerechtfertigt wird, auf den tatsächlichen Tag des Gerichts hin, der einmal stattfinden wird. Und hier heißt es, dass nach 2300 Jahren dieses Gericht kommt. Also hier haben wir den Zeitpunkt des Gerichts, die Stunde des Gerichts, die jetzt gekommen ist. Und dieser Engel in Offenbarung 14, der sagt, jetzt ist die Stunde des Gerichts gekommen, muss diesen Vers erklären. Denn da liegt die Information über den Zeitpunkt. Aber solange das Buch Daniel verschlossen ist, konnte diese Botschaft nicht verkündigt werden. Das heißt, erst ab der Zeit des Endes, wo das Buch Daniel geöffnet wird, konnte die Stunde des Gerichts, nämlich diese 2300 Abende morgen, verkündigt werden. Und so können wir diese erste Engelsbotschaft in der Geschichte zeitlich einordnen. Und das ist vielleicht für viele, die sich noch nicht damit näher beschäftigt haben, ein neuer Gedanke. Aber ich möchte wirklich wissen, dass ihr begreift, wie wichtig er ist, dass die dreifache Engelsbotschaft nicht einfach nur eine Ansammlung von Lehrpunkten ist, die wir verkündigen, sondern was wir hier haben, ist eine Erfüllung biblischer Prophetie, wo wir in die Geschichte gehen können und schauen können, wo sich das zeitlich erfüllt hat. Und um das zu veranschaulichen, eigentlich zusammenzufassen und genau zu erklären, was wir jetzt gelesen haben, schauen wir uns das mal auf einem Zeitstrahl an, auf einer prophetischen Linie. Ellen White schreibt übrigens, dass wir den Menschen, wenn wir ihnen die dreifache Engelsbotschaft bringen, immer sie in ihrem Kontext der prophetischen Erfüllung, und sie sagt sogar in the line of prophecy, also auf der prophetischen Linie, darlegen sollen. 1798, das ist das Ende dieser 3,5 Zeiten aus Daniel 12, Vers 7, die wir gelesen haben. Es sind diese 1260 Jahre von 538 bis 1798 der päpstlichen Herrschaft. Diese Zeit der geistlichen Finsternis, wo die Bibel verschlossen war, und dann kam die Zeit der Reformation und sie wurde dem Volk immer zugänglicher, bis zu dem Zeitpunkt 1798, wo das Papsttum diese tödliche Wunde erhielt.
Und jetzt die Freiheit da war, dass die Bibel wirklich zu den Menschen kam. Und das ist, was die Bibel als die Zeit des Endes bezeichnet. Diesen Begriff finden wir öfter, vor allem im Buch Daniel. Und es hieß ja in Daniel 12, Vers 4, dass da eine Zunahme der Erkenntnis stattfinden sollte. Das Buch Daniel wird geöffnet, es ist nicht mehr versiegelt und verschlossen und eine Erkenntniszunahme findet statt. Und in dem Buch Daniel, die Erkenntnis, die jetzt kommt, ist eben der Zeitpunkt des Gerichts, der erkannt wird, in Daniel 8, Vers 14. Und wenn wir das zusammenfassen, heißt es, dass ab der Zeit des Endes 1798 diese Gerichtsbotschaft aus Daniel 8, Vers 14 erst verkündigt werden kann. Und das ist genau die Erfüllung der ersten Engelsbotschaft in Offenbarung 14. Das heißt, wenn wir uns die geschichtliche Erfüllung anschauen für Offenbarung 14, Vers 6 und 7, können wir es zeitlich festlegen, dass ab 1798 diese Botschaft erst verkündigt werden kann. Und genau das ist dann passiert. Und zwar in der frühen Adventbewegung oder Miller-Bewegung. William Miller war derjenige, oder sag ich mal, ein Hauptvertreter, der diese Prophezeiung aus Daniel 8 ausgelegt hat, verkündigt hat. Und viele haben sich ihm angeschlossen und dieselbe Botschaft verkündigt. Und so wurde ab dieser Zeit die erste Engelsbotschaft verkündigt. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Daniel 8, Vers 14 erfüllt sich. Nach 2300 Jahren wird das Gericht kommen. Und sie haben damals verstanden, dass das natürlich in ihrer Generation stattfinden wird. Heute wissen wir, dass diese 2300 Jahre am 22. Oktober 1844 enden. Und das ist dann tatsächlich der Beginn des Gerichts. Es ist das Ende der 2300 Jahre aus Daniel 8, Vers 14. Und das sind diese 46 Jahre von 1798 bis 1844, wie wir gleich sehen werden, wo sich alle drei Engelsbotschaften historisch erfüllt haben. Sie sind sozusagen als Botschaft in die Geschichte eingetreten. Seit dieser Zeit kam das Licht über diese Botschaften, wurden sie verkündigt und sind bis heute gegenwärtige Wahrheit. Und ich möchte euch zeigen, wie dieser Zeit, wie Gott diese Zeit benutzt hat, um ein Volk zu gründen auf der gegenwärtigen prophetischen Wahrheit, dass das Gericht gekommen ist und Christus wiederkommt. Und es ist, denke ich, auch kein Zufall, dass es 46 Jahre sind. Wisst ihr, in Johannes Kapitel 2, da kommen die Schriftgelehrten zu Jesus und sie sagen zu ihm, dieser Tempel, von den Herodes ausgebessert hat, er hat gesagt, 46 Jahre hat es gedauert, diesen Tempel zu bauen. Wie kannst du sagen, du wirst ihn abreißen und in drei Tagen wieder aufrichten? Aber wovon hat Jesus gesprochen? Vom Tempel seines Leibes. Nun, er hat davon gesprochen, dass er sterben und wieder auferstehen wird am dritten Tag. Aber was ist auch sein Leib? Seine Gemeinde, die er baut. Die Adventgemeinde wurde in 46 Jahren gebaut, von 1798 bis 1844. Also die Zahl 46 ist eine interessante Zahl, könnt ihr auch mal studieren. Wie viele Chromosomen hat unser Körper? 46, oder? 23 Paare, also von der Mutter und vom Vater und zusammen macht das 46 Chromosomen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und es ist mit der Zahl 46 verknüpft. Also das könnt ihr öfter finden, könnt ihr mal studieren. Aber das wollen wir uns anschauen, wie diese Zeit eine Zeit der Erweckung und Reformation war. Und wie es uns ein Beispiel sein kann für heute. Also wenn wir jetzt durch diese Zeit gehen und gucken, was hat sich geschichtlich erfüllt, was hat es auch für eine Erfahrung in ihnen generiert. Und wir werden auch sehen, Gott geht immer nach denselben Prinzipien vor. Also wir können sehr viel lernen aus dieser Zeit der Erweckung der Reformation, aber auch aus anderen Perioden in der Geschichte,
wo Erweckung und Reformation stattgefunden hat, um vorbereitet zu sein, ja, darauf, wie das eigentlich dann bei uns ablaufen wird. Und Ellen White betont wirklich die Wichtigkeit dieser dreifachen Engelsbotschaft, die sich in dieser Zeit erfüllt hat. Sie sagt, es wurden mir drei Stufen gezeigt. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Mein begleitender Engel sagte, wehe dem, der auch nur das Geringste an diesen Botschaften ändert. Das richtige Verständnis dieser Botschaften ist von größter Wichtigkeit. Das Schicksal von Seelen hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden. Ich wurde dann wieder zurück durch diese Botschaften geführt und sah, wie teuer das Volk Gottes seine Erfahrung erworben hatte. Also wenn sie von diesen drei Stufen spricht, dann sagt sie, Gottes Volk ist durch eine Erfahrung gegangen. Es hat sie durch viele Leiden und schweren Kampf erlangt. Gott hat seine Kinder Schritt für Schritt hindurchgeleitet, bis er sie auf ein sicheres, unbewegliches Fundament gestellt hat. Und sie beschreibt dann weiter, wie Menschen danach hingegangen sind und von diesem Fundament runtertreten wollten oder es untersucht haben und etwas verändern wollten. Und sie betont immer wieder, auch an anderen Stellen, wie wichtig dieses Fundament ist, was Gott gelegt hat am Beginn der Adventbewegung. Sie sagt, wir dürfen da nicht dran rütteln. Es ist unsere Sicherheit, unser Fundament. Kennt ihr die erste Vision von Ellen White? Wo ja, sie diesen Pfad sieht, der zum Himmel führt. Und sie sagt, da ist ein Licht hinter ihnen, das bis zum Ende scheint und sie führt. Und diejenigen, die dieses Licht aus den Augen verlieren, die werden von dem Pfad runterfallen. Was ist dieses Licht, das hinter ihnen leuchtet? Und Christus steht vorne. Sie sehen Christus vorne, aber hinter ihnen leuchtet das Licht des Mitternachtsrufs. Und wir werden sehen, wie in dieser Linie, die wir gerade gesehen haben, sich dieser Mitternachtsruf erfüllt hat. Es ist Teil dieses Fundaments und wie es überhaupt dazu kam. Und sie sagt, dieses Licht muss uns begleiten bis zum Ende. Also diese Zeit wollen wir uns jetzt anschauen. Und ihr habt jetzt schon gesehen, wir sagen heute, das Ende der 2300 Jahre liegt am 22. Oktober 1844. Nun, das war für sie damals erstmal nicht so. Erst im Laufe der Zeit kamen sie zu diesem Datum. Und das ist jetzt ganz wichtig, um zu verstehen, durch welche Erfahrung sie eigentlich gegangen sind in dieser Zeit der Erweckung und Reformation. Und zwar, es heißt hier im großen Kampf, das Zeugnis der Weissagungen, dass auf das Kommen Christi im Frühling des Jahres 1844 zu deuten schien, drang tief in die Gemüter des Volkes ein und viele Tausende nahmen die Adventwahrheit an. Also der 22. Oktober 1844 liegt im Herbst. Aber hier wird uns gesagt, sie haben eigentlich zuerst das Kommen Christi im Frühling desselben Jahres erwartet. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, um jetzt die Erfüllung aller drei Engel in dieser Zeit richtig einordnen zu können. Also auf unserer Linie sieht das folgendermaßen aus. Sie haben ab 1798 jetzt begonnen zu verkündigen, dass das Gericht kommt und sie haben mit dem Gericht einfach verstanden, Christus kommt wieder. Sie haben das als eine Sache gesehen. Gericht bedeutet, Christus kommt wieder. Aber zuerst haben sie eben gesagt, das wird im Frühling 1844 sein. Am Anfang haben sie noch nicht gesagt, dass das hier im Herbst ist. Das war also die erste Erwartung der Wiederkunft, ihre erste Berechnung der 2300 Jahre. Und was sie gesagt haben, es wird das Ende des jüdischen Jahres 1843 sein. Es ist noch eine Besonderheit, dass der jüdische Kalender ja anders funktioniert als unserer. Wir haben den Jahreswechsel immer im Winter. Aber bei den Juden ist es anders. Ihr Jahreswechsel ist wann? Im Frühling eben, ja. Sie haben das natürlich dann noch bestimmen müssen, anhand der Gerstenernte und des Neumondes. Sehr später wurde es dann anhand der Sonne, weil sie dann nicht mehr in Jerusalem waren, um die Gerstenernte zu bestimmen. Aber sie haben eigentlich anhand dieser Zeichen in der Natur geschaut, wann sie jetzt das Jahr beginnen. Und es war immer im Frühling. Und so haben sie schon relativ bald verstanden,
ja, dass das Ende der 2300 Jahre nach jüdischem Kalender irgendwann in einem Frühling sein muss. Und sie kamen eben ans Ende des jüdischen Jahres 1843, was unser Frühling 1844 ist. Deswegen kamen sie dahin. Und in dieser Zeit, also auf den Frühling 1844 hin, wie hat das jetzt ausgesehen? Was hat diese Botschaft ausgelöst? Also ich kann jedem wirklich empfehlen, diese Kapitel im großen Kampf, ich sag mal ab Kapitel 17, 18 bis 24 zu lesen, wo sie durch diese ganze Geschichte geht und anhand der biblischen Prophetie aufzeigt, was dort geschehen ist. Und alles, was ich gemacht habe, ist eigentlich diese Geschichte zu nehmen und mal sagen, okay, machen wir das mal auf einer Linie, um da einen Überblick zu bekommen, was eigentlich passiert ist. Aber was sind jetzt die Erfahrungen? Wie hat sich das jetzt ausgedrückt, als diese Botschaft damals verkündigt wurde? Also Prediger schlossen sich der Verkündigung an, als William Miller und andere das verkündigt hat, aber es waren eher weniger dieser Prediger aus den verschiedenen Denominationen. Damals waren das ja Baptisten, Methodisten, Anglikaner, Presbyterianer, also aus verschiedenen Gemeinden kamen sie damals. Es waren vor allem Laien, also wie Landleute, Handwerker, Händler, die ihre Berufe sogar aufgegeben haben, weil sie wirklich davon überzeugt waren, innerhalb kurzer Zeit kommt Jesus wieder und dann ist mein Beruf sowieso obsolet. Sie haben ihre ganze Energie da reingesteckt, sich der Verkündigung dieser Botschaft anzuschließen. Und willig haben sie Mühsal, Entbehrung und Leiden ertragen, um Menschen zur Buße und zum Heil rufen zu können. Es gab ergreifende Aufrufe zur Herzensumkehr, um nicht verloren zu gehen. Und viele erkannten ihre Abtrünnigkeit, ihre Weltlichkeit, ihren Unglauben, ihren Stolz und ihre Selbstsucht und schlossen sich an. Also diese Botschaft, Ellen White schreibt, diese Botschaft hat damals jede Missionsstation auf der ganzen Welt erreicht. Das war eine große Sache. Als das verkündigt wurde, die ganze christliche Welt, sage ich mal, hat davon mitbekommen. Und es ist wirklich ergreifend, wie sie darüber schreibt. Sünder fragten weinend, was soll ich tun, dass ich selig werde? Und sie haben sich wirklich danach gesehnt, in Christus Frieden zu finden und andere an ihren Segnungen teilzuhaben. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Die Leute haben einfach nicht geguckt, dass sie gerettet werden, sondern sie haben wirklich diesen Drang verspürt, wir müssen das jetzt anderen weitergeben und sie auch warnen. Wir müssen ihnen Hoffnung geben, aber eben sie auch warnen. Die Schranken des Stolzes und der Zurückhaltung setzte man beiseite. Tief empfundene Bekenntnisse wurden abgelegt und Familienmitglieder arbeiteten für das Heil derer, die ihnen am nächsten und teuersten waren. Und viele rangen die ganze Nacht im Gebet um die Gewissheit, dass ihre Sünden vergeben seien oder um die Bekehrung ihrer Verwandten oder Nachbarn. Also, wenn wirkliche Erweckung und Bekehrung und Reformation stattfindet, dann sieht das so aus. Man betet für andere, man hat wirklich das Interesse daran, dass die Menschen, die einem lieb sind, gerettet werden. Es heißt auch, die Gegenwart heiliger Engel bekundete sich in diesen Versammlungen und täglich stellten sich viele auf die Seite der Gläubigen. Wenn die Beweise für die baldige Wiederkunft Christi wiederholt wurden, lauschten eine große Menge in atemlosen Schweigen den feierlichen Worten. Himmel und Erde schienen sich einander zu nähern. Jung und alt verspürte die Macht Gottes. Und am Ende sagt sie, niemand, der jenen Versammlungen beiwohnte, kann je jene bedeutungsvollen Vorgänge vergessen. Sehnt ihr euch nach so einer Zeit? Man denkt manchmal so, oh, was muss das für eine heilige Atmosphäre gewesen sein? Ich muss zugeben, heute haben wir das nicht, oder? Aber ich glaube, wenn wir wieder dahin kommen, dass die wahre Botschaft des wahren Evangeliums verknüpft wird mit der Erkenntnis, dass sich Prophetie wirklich vor unseren Augen erfüllt, wenn wir jetzt ernst sind und darauf warten und hoffen, dann werden wir auch wieder Teil von so etwas sein. Wir werden noch sehen,
Wir schlafen alle, ja, auch die klugen Jungfrauen schlafen. Wir haben eine gewisse Dämpfung in unserer Erfahrung. Aber Gott benutzt bestimmte Perioden in der Geschichte, um eine Erweckung hervorzubringen. Und die Verheißung ist, dass das wieder kommen wird. Jetzt, wenn ihr das so alles hört, müssen wir uns ein paar wichtige Fragen stellen. Ja, das klingt alles so perfekt. Warum kommt Christus nun nicht und holt die, die an den Glauben heim? Also da waren ja viele, die haben sich jetzt offensichtlich bekehrt, oder? Viele haben ihre Sünden bekannt. Und die Frage ist ja immer, warum ist er noch nicht wiedergekommen? Wenn das doch damals alles schon so weit war. Warum noch weiter diese Geschichte damals und sogar bis heute? Nun, nicht nur haben viele die Botschaft noch nicht gehört, ich meine außerhalb der christlichen Welt damals, es gibt auch viele vorgebliche Bekenner. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wir haben eben darüber gelesen, wie viele Menschen Teil davon waren, wie viele Menschen diese Botschaft mit Begeisterung aufgenommen haben oder vielleicht auch aus Furcht aufgenommen haben. Viele waren erstmal dabei und äußerlich gesehen sieht es aus wie eine riesige Erweckungsbewegung, würde denken, die sind alle bekehrt und gerettet. Aber wir werden uns gleich fragen, ist diese äußerliche Wahrnehmung überhaupt eine richtige Einschätzung, die wir haben? Und es gibt noch einen anderen Grund. Es muss noch mehr auf dieser Erde im Lichte der Beendigung des großen Kampfes zwischen Christus und Satan geschehen, als nur die Evangeliumsverkündigung zur Errettung von Menschen. Da werden wir nicht sehr drauf eingehen, aber das ist auch mit ein Grund, weshalb Christus noch nicht wiederkommen konnte. Kommen wir mal zu diesem zweiten Punkt. Die erste Engelsbotschaft, das Evangelium wurde verkündigt. Mit diesem Zusatz, dass das Gericht gekommen ist ab 1798. Und viele nehmen jetzt dieses Evangelium an. Wir haben gerade gelesen, sie bekehren sich, sie beten. Schauen wir mal in das Gleichnis von Matthäus 13, wo Christus die Evangeliumsverkündigung vom Reich mit einem Fischernetz vergleicht. Und dieses Fischernetz wird ausgeworfen und was für Fische sammelt es? Es heißt, die Guten und die Faulen. Also wenn das Evangelium verkündigt wird, dann reagieren, wie es hier heißt, die Bösen und die Gerechten. Sie beide kommen sozusagen in das Netz des Evangeliums. Da kommen nicht nur per se gerettete Menschen, sondern es kommen erstmal viele, die auf diese Botschaft ansprechen. Und es heißt, dann, so wird es am Ende der Weltzeit sein, die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Also erst später, nachdem viele durch die Evangeliumsverkündigung in die Gemeinde hineingekommen sind, wird es irgendwann, man könnte sagen, eine Trennung geben, eine Sichtung oder ein Gerichtsprozess, wo wirklich entschieden wird, ja, wer ist jetzt überhaupt gut und gerecht und wer ist in Wirklichkeit böse oder gottlos. Und ist auch die Frage, ja, wer sind die Engel, die da ausgehen und das machen? Wir haben jetzt schon von der dreifachen Engelsbotschaft gehört, das sind auch Engel. In Jeremia 17 werden die Menschen mit einem Baum verglichen, hier speziell der gerechte Mensch wird mit einem Baum verglichen, der am Wasser gepflanzt ist. Er fürchtet die Hitze nicht. Und es heißt, selbst wenn eine Krise kommt oder ein dürres Jahr, hat er nichts zu fürchten, weil er am Wasser gepflanzt ist. Das heißt, ein Mensch, der eine Verbindung hat, wirklich mit Christus, dieses Lebenswasser bekommt, der wird auch in einer Krise stehen. Und dieses Bild ist in Verknüpfung mit diesem sehr bekannten Vers, den wir alle kennen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz. Wir kennen unser eigenes Herz nicht.
geschweige denn das von anderen. Also wenn wir jetzt davon gelesen haben, dass da eine große Erweckung stattgefunden hat, dann mag das äußerlich erstmal so aussehen. Aber wissen wir wirklich, was im Herzen dieser Menschen vor sich geht? Weiß ich überhaupt, was in meinem eigenen Herzen vor sich geht, wenn ich mich so einer Erweckung anschließe? Der Herr erforscht das Herz und prüft die Nieren. Ellen White schreibt, in einer Krise offenbart sich der Charakter. Das schreibt sie im Kontext des Gleichnisses der 10 Jungfrauen. Eine Krise ist eine Zeit des Gerichts. Ja, auch das, vielleicht habt ihr das gehört in der Corona-Zeit, da ging das rum, dass das Wort Krise Chance auch bedeutet. Es ist eine Zeit, wo ich mich entscheide, wie ich jetzt eigentlich auf die Krise reagiere. Und dann wird es nur 2 Möglichkeiten geben. Es gab mal einen Flugzeugabsturz in Amerika und danach wurden Bänder veröffentlicht und das ging durch die Medien, wie die Leute in diesem Flugzeug eigentlich darauf reagiert haben, als sie realisiert haben, dass ihr Flugzeug gerade abstürzt. Und die Journalisten, die darüber dann berichtet haben, was sie da gehört haben auf den Bändern, die haben eine Feststellung gemacht. Und jetzt muss man wissen, natürlich, Amerika ist auch ein christliches Land. Ja, also die haben irgendwo alle einen christlichen Hintergrund. Aber sie haben gesagt, alle Menschen haben nur eins von 2 Dingen gemacht. Sie haben entweder zu Gott gebetet oder Gott verflucht. In dieser Krise, wo ihr Leben vor einem Ende stand, haben sie entweder zu Gott gebetet oder sie haben Gott verflucht. Was würdest du machen in der Situation? Wie schaust du auf dein Leben und wie siehst du Gott? All diese Dinge spielen damit rein, wie du in so einer Krise reagierst. Das heißt hier in 2. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Also Gott hat auch bestimmte Zeiten in der Geschichte, wo er in ganzen Bewegungen die Absichten der Menschen offenbar macht. In Lukas 8 haben wir hier das Ende vom Gleichnis vom Seemann, wo dort, wo der Same, also das Wort Gottes, in gutes Erdreich, was ja das Herz ist, gesät wurde, Frucht bringt. Und was macht es mit diesen Menschen, die jetzt wirklich es in ein gutes Herz bekommen haben, wo das Frucht bringt? Nun, sie sind ein Licht, das nicht verborgen wird, sondern sie scheinen und lassen auch andere dieses Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Und wenn wir uns jetzt, wenn wir das übertragen auf so eine Zeit der Erweckung und Reformation, das ist eine Zeit, wo Gott sein Wort sendet, eine Botschaft oder sehr viel Licht und Wahrheit. Und dann sind da Menschen, die diese Botschaft annehmen und sie multiplizieren dieses Licht und es kommt zu den Menschen und sie werden jetzt vor eine Entscheidung gestellt. Wie reagieren sie darauf? Und dadurch offenbaren sie, was wirklich ihren Herzen ist. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Hier wird eine geistliche Gesetzmäßigkeit beschrieben. Was machst du mit dem Licht, das du bekommst? Wirst du es weitergeben? Wird es sich dadurch vermehren, wie die Talente? Oder vergräbst du es und dann verlierst du auch noch das, was du hast? All das spielt damit hinein, was auf einmal sich für Dynamiken entwickeln, wenn Gott Licht sendet zu einer ganzen Generation und Bewegung und das wie so ein Lauffeuer Gestalt annimmt. Menschen treffen Entscheidungen. Und das ist dieser Prozess, den wir auch in dieser Geschichte von 1798 bis 1844 finden. Also alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Der Herr prüft die Geister, auch wenn wir denken, ja, wir meinen es doch ernst. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Und hier wird auch schön beschrieben, worin eigentlich so eine Prüfung besteht. Nämlich so, es wird verglichen mit einem
Bild, ja, dass wir uns das besser vorstellen können. Was macht der Schmelztiegel mit dem Silber und dem Gold? Was passiert da? Erläutert, ja, da ist ein Reinigungsprozess auch. Ja, da kommen diese Schlacken an die Oberfläche, dass sie entfernt werden können. Also wir haben manchmal so diese Idee von Gericht ist einfach nur, irgendwann wird eine Entscheidung getroffen und das war's. Aber es ist mit einer Zeit der Prüfung verknüpft, die Gott auch noch benutzt, um Schlacken in uns zum Vorschein zu bringen und uns Gelegenheit zu geben, diese Dinge zu entfernen. Dass auch in uns eine Reinigung stattfinden kann, sodass wir wirklich vorbereitet sind darauf, wenn das Gericht dann kommt. Also, wenn wir uns das nochmal auf der Linie anschauen, wir haben gesagt, das ist eine Zeit der Erweckung und Reformation, ja. Aber wenn man diese Geschichte studiert, wie jede Zeit der Erweckung und Reformation, dann ist es auch eine Zeit der Prüfung und der Reinigung. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das der ganze Sinn und Zweck dieser Bewegung war, eine Reinigung hervorzubringen innerhalb der Gemeinde. Was war damals die Gemeinde? Der Protestantismus, ja, bestehend aus diesen verschiedenen Denominationen. Und diesem Protestantismus hat Gott jetzt eine Botschaft geschickt, nämlich vom Gericht, von der Wiederkunft. Und die Frage ist, wie reagieren die Menschen darauf? Und das prüft sie und es reinigt sie. Und das ist auch, was Ellen White schreibt hier im Großen Kampf. Gott wollte sein Volk prüfen. Seine Hand bedeckte den in der Berechnung der prophetischen Zeitabschnitte gemachten Fehler. Erinnert euch, sie haben ja das zunächst falsch berechnet, sodass sie dachten, er kommt schon im Frühling 1844. Heute wissen wir, es ist der Herbst. Aber sie drückt das hier so interessant aus. Sie sagt, Gott hat das eigentlich benutzt, um sie zu prüfen. Ja, sie sagt sogar, seine Hand bedeckte die Berechnung der prophetischen Zeitabschnitte. Jetzt, wenn man das liest, muss man natürlich Gottes Charakter verstehen, um zu verstehen, wie sowas gemeint ist. Also ist Gott jemand, der einfach, sage ich mal, willkürlich da was verborgen hält, damit wir das ja nicht entdecken, nur um uns eine bestimmte Erfahrung machen zu lassen? Kann das so gemeint sein? Nein, Gott möchte doch, dass wir die Wahrheit erkennen. Es ist vielmehr so zu verstehen, dass das eine tröstliche Botschaft ist. Ja, es sind Menschen, die Fehler machen. Und Gott tut alles, um ihnen Erkenntnis zu geben, aber er kann es auch nicht diktieren, er kann es auch nicht zwingen, er kann mit seinem Geist wirken. Aber was hier ausgedrückt wird, ist, dass obwohl sie dieses Missverständnis hatten, hat Gott seine Hand da drauf und führt das noch zu etwas Gutem. Er ist trotzdem in Kontrolle sozusagen. Und es ist so ausgedrückt, damit wir uns keine Sorgen machen, sondern dass Gott sogar das schon vorhergesehen hat. Er hat sozusagen seine Hand da drauf. Ja, ihr macht da einen Fehler, aber ich benutze es zu etwas Gutem. Und jetzt sagt sie, die Zeit der Erwartung ging vorüber. Und da spricht sie jetzt vom Frühling, also von der ersten Erwartung der Wiederkunft. Und Christus ist nicht erschienen, um sein Volk zu befreien. Und alle, die mit aufrichtigem Glauben und herzlicher Liebe auf ihren Heiland gewartet hatten, zeigten sich bitter enttäuscht. Das ist nicht die große Enttäuschung 1844, sondern eine Enttäuschung, die schon davor kam. Wer wusste, dass es eigentlich zwei Enttäuschungen gab? Doch Gottes Absicht wurde erreicht. Er prüfte die Herzen derer, die vorgaben, auf seine Erscheinung zu warten. Es waren unter ihnen viele, die aus keinem höheren Beweggrund getrieben worden waren als aus Furcht. Ihr Glaube hatte weder ihre Herzen noch ihren Lebenswandel beeinflusst. Also haben sich viele angeschlossen, die waren eigentlich aus den falschen Motiven dabei. Und wir können uns auch fragen, warum bin ich überhaupt dabei? Oder wann mache ich ernst mit Gott? Warten wir darauf, dass es wirklich sich abzeichnet, dass es jetzt bald soweit ist? Würdest du ernst machen, wenn du jetzt auf einmal wüsstest, das Sonntagsgesetz kommt, es ist da, es ist in den Nachrichten, würdest du dann ernst machen? Würdest du dir sicher sein, dass es der richtige Ernst ist?
Wie ernst wärst du, wenn du auf einmal sicher wüsstest, Christus kommt zu deinen Lebzeiten gar nicht? Er kommt vielleicht erst in 100 Jahren oder erst in 1000 Jahren. Sollte das überhaupt ein Grund sein, weniger oder mehr ernst zu machen? Sollten wir nicht ernst machen, weil Gott Gott ist, weil es das Richtige ist, weil wir ihn lieben? Das sind Fragen, die wir uns wirklich stellen müssen. Und wenn die Zeit kommt, dass so prophetische Dinge sich erfüllen, benutzt Gott das eigentlich, um unser eigenes Herz zu offenbaren? Was ist der Grund, weshalb ich überhaupt dabei bin und ja, christlich lebe? Dennoch erreichte Gott seine wohltätige Absicht und er ließ es zu, dass die Gerichtswarnung auf die erwähnte Weise verkündigt wurde. Der große Tag stand nahe bevor und in Gottes Vorsehung wurden die Menschen bezüglich einer bestimmten Zeit geprüft, um ihnen zu offenbaren, was in ihren Herzen war. Die Botschaft war zur Prüfung und Reinigung der Gemeinden bestimmt. Diese sollten dahin gebracht werden, zu erkennen, ob ihre Herzen auf diese Welt oder auf Christus und den Himmel gerichtet waren. Sie gaben vor, den Heiland zu lieben, nun sollten sie ihre Liebe beweisen. Ja, die Botschaft sollte sie befähigen, ihren wahren geistlichen Zustand zu erkennen. Also Gott ist sehr gnädig. Ja? Er prüft aus Gnade, um uns eigentlich zu zeigen, wo wir stehen. Und er hat sich diese Fehlrechnung zunutze gemacht. Und sie sagt hier ganz gleich, es war die Folge ihrer eigenen verkehrten Auffassung. Ja? Gott hat das nicht willkürlich irgendwie sie da falsch berechnen lassen. Er hat es genutzt. Ja, er hat es zum Besten gewendet, wie sie sagt. Sie stellte die Herzen derer, die vorgegeben hatten, die Warnung anzunehmen, auf die Probe. Würden sie angesichts ihrer Enttäuschung, ihre Erfahrung aufgeben und ihr Vertrauen auf das Wort Gottes wegwerfen? Wir sagen vielleicht oft, ich glaube dem Wort Gottes, oder? Und dann kommt etwas Unvorhergesehenes, eine Enttäuschung, und dann sagen sie, oh, naja, ich habe eigentlich nicht wirklich geglaubt, oder? Weil man ist vielleicht zu stolz, einen Fehler zuzugeben. Und da kommen wir doch wirklich zu den Herzensangelegenheiten. Stolz. Wie weit bin ich auch bereit, ja, einen Fehler zuzugeben, neu zu lernen? Oder wenn ich weiß, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht, da hat der Heilige Geist gewirkt, es hat eine Erweckung, eine Reformation in meinem Leben hervorgerufen. Und das auf einmal abzutun und zu sagen, ach naja, das war vielleicht nicht von Gott. Würden wir so weit gehen? Gott prüft das. Und eigentlich ist es viel wichtiger, diese lebendige Erfahrung mit Gott aufrechtzuerhalten und zu bewahren, selbst wenn Enttäuschungen kommen, selbst wenn da Dinge kommen, die wir nicht erklären können. Ja, wer weiß schon, was gut und was schlecht ist? Habe ich eine Verbindung mit Gott? Das ist das Wichtige. Ja, oder würden Sie demütig, hier ist es, haben wir Demut, unter Gebet zu entdecken, suchen, wo die Weissagung falsch verstanden wurde. Ja, manche haben gesagt, okay, er ist jetzt im Frühling nicht gekommen, studieren wir weiter. Ja, ich kann die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht wegwerfen. Ich frage jetzt Gott, wo war der Fehler? Und andere sagen, ach, die Erfahrung, weg damit. Sie sind zu stolz. Und so offenbart Gott die Herzen. Wie viele hatten aus Furcht, aus blindem Antrieb oder in Erregung gehandelt? Wie viele waren halbherzig und ungläubig? Tausende bekannten, die Erscheinung des Herrn lieb zu haben. Würden sie unter dem Spott und der Schmach der Welt, unter der Verzögerung und Enttäuschung den Glauben verleugnen? Würden sie, weil sie Gottes Handlungsweise mit ihnen nicht gleich verstehen konnten, Wahrheiten beiseite setzen, die auf den sehr klaren Aussagen seines Wortes beruhen? Also viele Dinge, die sie ja erkannt haben, waren richtig, oder? Jetzt muss man nur den Fehler finden. Aber man soll nicht, wie man so schön sagt, das Kind mit dem Badewasser ausschütten, ja, und einfach alles wegwerfen. Nein, jetzt geht man einfach hin und schon studiert weiter. Das ist wahre Demut, das ist sich wirklich unter Gottes Wort stellen. Und dieser Geist, diese Einstellung ist eigentlich, worum es geht. Ellen White sagt so schön, im Gericht werden Menschen nicht deshalb verdammt werden, weil sie eine Lüge für glaubwürdig hielten. Das ist eine schöne, ermutigende Tatsache. Wie viele Menschen werden im Himmel sein, die den Sonntag gehalten haben und nie wussten, dass das ein Irrtum war? Luther zum Beispiel. Es war einfach nicht die Wahrheit für ihre Zeit, oder? Aber irgendwann kommt das Licht und dann ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Ja, es heißt, sondern weil sie die Wahrheit ablehnten und nicht lernen wollten, worin Wahrheit besteht. Sie sagt, wir müssen uns von Herzen bemühen, die Wahrheit zu erkennen.
Das ist der richtige Geist. Alle Lehren, die Gott in seinem Wort aufzeichnen ließ, sind uns zur Warnung gegeben und uns vor Täuschung zu schützen. Also Täuschung ist immer schlecht. Irrtum heiligt niemals, sagt Ellen White. Deswegen ist Gott natürlich bestrebt, uns zur Wahrheit zu führen. Aber wenn wir es wirklich nicht besser wissen konnten, würde er uns dafür auch nicht verurteilen. Die Frage ist, was machen wir aus dem Licht, das wir haben? Also diese Probe damals sollte ihre Standhaftigkeit offenbaren. Von denen, die im Glauben gehorsam gewesen waren gegen das, weil sie als Lehre des Wortes Gottes angenommen hatten. Diese Erfahrung war wie keine andere bestimmt, ihnen die Gefahren zu zeigen, die damit verknüpft sind, wenn Theorien und Auslegungen der Menschen angenommen werden, statt die Bibel sich selbst erklären zu lassen. Denn viele sind einfach so mitgeschwommen. Ja? Sie haben einfach gehört, was da auf der Kanzel verkündigt wurde, und haben diesen Fehler dann natürlich auch mit übernommen. Und dann, als sich das nicht erfüllt hat, dass Christus im Frühling wiedergekommen ist, hatten sie überhaupt gar keine Grundlage. Ja, und haben das dann einfach genauso schnell wieder abgelehnt. Also Gott benutzt das, um die Menschen dahin zu bringen, dass sie selbst wissen, was Wahrheit ist. Dass sie nachvollziehen, warum sie eigentlich glauben, was sie glauben. In den Kindern des Glaubens würden die aus ihrem Irrtum hervorgehen, Schwierigkeiten und Sorgen die nötige Besserung bewirken. Sie würden zu einem gründlicheren Studium des prophetischen Wortes veranlasst werden und lernen, die Grundlagen ihres Glaubens sorgfältiger zu prüfen. Und das sollten wir auch machen. Wir sollten wissen, woran wir glauben, dass, wenn die Zeit kommt, wir erstmal selber nicht ins Wanken geraten, aber es natürlich auch anderen weitergeben können. Also, als die erste Erwartung der Wiederkunft hier im Frühling nicht standfand, hatten sie also eine erste Enttäuschung. Und wir haben eben gesehen, die Frage ist, wie gehen sie damit um? Nun, was jetzt in dieser Geschichte noch sehr wichtig zu verstehen ist, vor dieser Zeit, vor dem Frühling, haben sie eine prophetische Karte entworfen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben da drauf die Symbole aus Daniel und Offenbarung dargestellt, um ja, die Zeitprophezeiung zu verkündigen. Und ich habe das hier mal in größer. Also sie sind damit, es gab 300 Kopien, glaube ich, von dieser Karte, und die haben die verschiedenen Verkündiger bekommen. Sie haben damals den neuesten Stand der Technik verwendet, um den Menschen die Botschaft nahezubringen. Und sie haben sich hingestellt, diese Karte ausgepackt und den Menschen angefangen, ja, die Prophezeiung von Daniel und Offenbarung zu erklären. Und natürlich auch die Zeitweissagung. Und ihr seht hier, überall haben sie das Jahr 1843 verkündigt. Das kommt mehrmals auf dieser Karte vor, auch hier unten. Immer ging es ums Jahr 1843. Das ist das Ende, das war ihre Botschaft. Und dann war es natürlich nicht der Fall. Aber was sie dann erkannt haben, war, als sie dann in dieser Enttäuschung waren, dass das ja vorhergesagt wurde, dass sie diese Karte machen würden. Und das findet man in Habakuk 2. Da gibt es diese Prophezeiung, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein. Und das ist genau, was sie gemacht haben. Und sie sehen dann aber verknüpft damit, dass da schon vorhergesagt wird, wenn sie die Offenbarung in Tafeln eingraben und verkündigen, kommt eine Verzögerungszeit. Das heißt, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Und auf einmal denken sie, wow, wir haben gerade eine Enttäuschung, der Herr verzögert sich, aber es steht schon da. Und die, die jetzt ehrlich waren und echt gesagt haben, okay, komm, wir gehen zurück zur Bibel und studieren das, die wurden jetzt ermutigt, haben gesagt, hier ist eine Erfahrung, die wir gerade durchmachen, die schon vorhergesagt wurde. Und wir müssen uns nicht wundern über das, was wir gerade erleben, sondern es ist sogar eine weitere Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann heißt es im nächsten Vers, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gerechtigkeit aus Glauben. Unsere Botschaft, oder? Ich meine, wenn Paulus zitiert im Neuen Testament, und er spricht ja überall über Gerechtigkeit aus Glauben, oder?
Das kommt daher. Das kommt aus Habakuk 2, Vers 4, wo es verknüpft wird mit der Adventgeschichte, unserem Fundament, wo eine prophetische Botschaft gesandt wird als Teil des Evangeliums, um zwei Klassen hervorzubringen aus einer Gruppe von vorgeblichen Anbetern und das alles aufgrund einer prophetischen Testbotschaft, die in diesen drei Stufen abläuft. Ja, unser Fundament, und das ist Gerechtigkeit aus Glauben. Da offenbart sich, wer wirklich einen Glauben an Gottes Wort hat und vertraut. Das ist das, was die Menschen gerecht macht. Gottes Wort zu vertrauen, ja, denkt an Noah, ein Erbe der Gerechtigkeit aus Glauben. Er hat eine prophetische Botschaft gehabt, 120 Jahre, er hat eine Arche gebaut, er hat einfach gesagt, was Gott getan hat und dem vertraut. Und so könnt ihr durch die ganze Geschichte gehen, es ist immer dasselbe. Und sie haben noch etwas Interessantes entdeckt, dass sie nämlich das Gleichnis der 10 Jungfrauen erfüllt haben. Im Gleichnis der 10 Jungfrauen, das geht so los, da heißt es dann. Nun, wenn er sagt dann, frage ich euch, wann ist dann? Also dann spricht er von einem Zeitpunkt, oder? Jetzt im Kontext, wo gibt Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Wann ist das? Was erzählt er davor? Es ist die Endzeitrede, ja, wo die Jünger fragen, wann wird die Zeit deiner Wiederkunft sein? Das Ende der Welt. Und dann erzählt er ja von diesen ganzen Zeichen, die kommen, die Erdbeben, Hungersnot, Kriege, Gräuel der Verwüstung. Und in diesem ganzen Kontext sagt er, dann, also in der Endzeit. Und was haben wir gerade gesagt? Wann fängt die Zeit des Endes an? Prophetisch fängt die Endzeit, also die Zeit des Endes, 1798 an. Und dann sagt er, dann, also 1798, wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Also wir können jetzt nach 1798 gehen und schauen, wie hat sich denn dann das Gleichnis der 10 Jungfrauen erfüllt? Und wir kennen es. Es sind 10 Jungfrauen, die geben den Bräutigam entgegen. Wer ist der Bräutigam? Christus, er soll kommen, oder? Die Wiederkunft Christi. Und jetzt gibt es da zwei Klassen, kluge und törichte. Aber man sieht den Unterschied nicht, oder? Alle haben Lampen, aber die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit sich. Merkt euch das mal. Das ist ein Detail, worauf wir oft nicht achten. Was sind eigentlich die Gefäße? Also die haben ja alle Öl, oder? Ich meine, die haben alle Lampen und da ist überall Öl drin und das leuchtet. Aber der Unterschied zu den Törichten, zu den Klugen ist, die Klugen haben noch extra Gefäße dabei, wo sie Öl haben. Wenn zum Beispiel eine Krise kommt oder eine Verzögerung, wo die Lampe ausgeht, dass sie sozusagen extra was haben in der Lampe, in einem extra Gefäß, um dann noch weiter Licht zu haben. Und dann heißt es, als nun der Bräutigam was? Auf sich warten ließ. Also da kommt eine Zeit der Erwartung, oder dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt, aber man kann nur sagen, jetzt lässt er auf sich warten, wenn er nicht zum erwarteten Zeitpunkt gekommen ist. Und das ist genau das, was die Milleriten erlebt haben. Sie haben ihn im Frühling erwartet und dann ist er nicht gekommen. Also er ließ auf sich warten. Und dann heißt es, sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Also was sie erkannt haben, dann hier im Frühling 1844, als sie diese Enttäuschung durchgemacht haben, sie haben gesehen, Habakuk 2 spricht davon, dass eine Verzögerung kommen wird. Matthäus 25 spricht davon, dass eine Verzögerung kommen wird. Und so haben sie das dann die Verzögerungszeit genannt. Wir sind in the tarrying time. Ja, das war der Begriff, dann, wie sie das dann erklärt haben allen Leuten. Ja, wir sind in der Verzögerungszeit. Und es ist interessant, wie sie erkannt haben, dass sie jetzt auch in diese nächste Stufe kommen der dreifachen Engelsbotschaft. Denn sie haben gewusst, dass sie eine Erfüllung des ersten Engels sind. Aber jetzt sehen sie ja, da kommt ja noch ein zweiter. Und Ellen White schreibt, ein anderer mächtiger Engel wurde beauftragt, zu der Erde hinabzusteigen. Jesus gab ihm ein Schreiben in seine Hand und als er zur Erde hinterkam, rief er, Babylon ist gefallen, sie ist gefallen. Wie viel der Engelsbotschaft? Zweite Engelsbotschaft. Dann sah ich die Enttäuschten. Wieder ihre Augen gegen Himmel erheben und in Glauben und Hoffnung nach dem Erscheinen ihres
Herrn ausschauen. Aber viele schienen in einem stumpfen Zustand zu verbleiben, als wenn sie, wer schläft? Die Jungfrauen. Doch konnte ich den Ausdruck tiefen Kummers auf ihren Angesichtern sehen. Die Enttäuschten sahen aus der Schrift, dass sie in der Zeit des Verzugs waren und geduldig auf die Erfüllung der Prophezeiung warten mussten. Und derselbe Beweis, der sie veranlasst hatte, ihren Herrn im Jahre 1843 zu erwarten, führte sie dazu, dies 1844 zu tun. Also sie mussten nicht viel ändern an ihrer Botschaft, heißt das. Es war eigentlich dieselbe Beweisführung. Es musste nur ein kleines Detail kommen, das alles berichtigt, aber es war immer noch dieselbe Botschaft. Also, was wir jetzt erkennen, ist, in der Geschichte kommt die zweite Engelsbotschaft ab dem Frühling 1844. Das ist die prophetische Erfüllung auf der Linie der Prophetie, wo wir sie geschichtlich einordnen. Und wieder der Engel, der das verkündigt, stellt Gottes Volk dar, die jetzt sagen, Babylon ist gefallen. Das hängt damit zusammen, dass jetzt eine erste Trennung kam, eine erste Sichtung zwischen denen, die weitergehen in dem fortschreitenden Licht und die, die jetzt sagen, ach, war alles nicht von Gott, war alles eine Enttäuschung. Und das war der Beginn, wo die protestantischen Kirchen angefangen haben, ihre Türen gegenüber dieser Botschaft zu verschließen. Und wo sie diese Botschaft von Christus abgelehnt haben, gesagt haben, es ist nicht von Christus. Und sie haben das damit verknüpft, dass Babylon jetzt fällt. Und es hat dann auch ein großer moralischer Verfall in den Kirchen stattgefunden. Weil jetzt natürlich, wenn du eine Erweckung erlebt hast und das Wirken des Heiligen Geistes und auf einmal nennst du das eine Täuschung, kannst du nur in moralischen Verfall gehen. Weil du folgst dann nicht mehr diesem Licht. Und es ist interessant, ja, wie Gott das macht und wie das miteinander zusammenhängt. Ja, wie er so eine prophetische Botschaft benutzt, um Herzen zu offenbaren und wie Leute dann auf einmal ja, in zwei verschiedene Richtungen gehen. Zwei Klassen werden hier gebildet, die Klugen und die Törichten. Aber es ist eben so ein stufenweiser Prozess und er geht nicht weiter, er ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt muss eine Erklärung her. Sie hatten hier die erste Erwartung der Wiederkunft, aber jetzt brauchen sie natürlich die Erklärung, oder? Die zweite Erwartung der Wiederkunft im Herbst. Was ist jetzt die Erklärung? Was ist das, was da geschehen ist? Nun, gehen wir einfach mal zurück ins Gleichnis der 10 Jungfrauen und schauen, wie es da erklärt wird. Ja, wir haben gelesen, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und um Mitternacht ist jetzt das nächste prophetische Ereignis auf der Linie. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Also irgendwann in dieser Wartezeit ab dem Frühling geschieht jetzt etwas. Eine neue Botschaft, ein Mitternachtsruf, der sagt, jetzt kommt er. Also jetzt haben sie wieder eine Erklärung darüber, wann er kommt. Da erwachten alle. Alle wachen auf. Die Klugen, die Törichten, alle merken, da ist wieder die Botschaft. Aber was passiert jetzt mit den Törichten? Sie gehen zu den Klugen und sagen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen gehen aus. Und was sagen sie? Nein, es reicht nicht, auch für euch, kauft für euch selbst. Und das ist eine Tatsache, es reicht einfach nicht für alle. Was hier geistlich ausgedrückt wird, ist, ich kann meine geistliche Erfahrung nicht jemand anders geben. Ich muss sie selber machen. Am Ende stehen wir selbst vor Gott und ich kann mich nicht auf die Erfahrung meiner Geschwister verlassen. Ellen White sagt, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 veranschaulicht ebenfalls die Erfahrung des Adventvolks. Ja, das Kommen Christi wird durch das Kommen des Bräutigams dargestellt und das war die weit verbreitete Reformation unter dieser ersten Engelsbotschaft noch vor dem Frühling 1844. Und sie sagt, da entstehen zwei Klassen. Alle haben die Lampen, aber nur die Klugen haben Öl in ihren Gefäßen. Und sie sagt jetzt, was das bedeutet. Sie sagt, sie hatten die Gnade Gottes, die erneuernde, erleuchtende Macht des Heiligen Geistes empfangen.
Das ist der ganze Unterschied. Alle hatten die Lampen, alle hatten die prophetische Botschaft. Das können wir alles haben. Aber was ist das Entscheidende? Die Gnade Gottes, die erneuernde, erleuchtende Macht des Heiligen Geistes. Heute Nachmittag werden wir mehr darüber sprechen, wie wir sicherstellen können, dass wir das haben durch das Geheimnis des kraftvollen Gebets. Ja, wie wir wirklich dahin kommen, dieses entscheidende Merkmal zu haben. Das heißt, diese Klasse hatte die Heilige Schrift in der Furcht Gottes durchforscht, um die Wahrheit zu erfahren und hatte ernstlich nach Reinheit des Herzens und des Lebens gestrebt. Diese Jungfrauen hatten eine persönliche Erfahrung und einen Glauben an Gott und sein Wort, die nicht durch Enttäuschung und Verzögerung überwunden werden konnten. Das heißt, nur die, die bei dieser zweiten Engelsbotschaft im Frühling durchgehalten haben, die weitergemacht haben, waren jetzt in der Lage, überhaupt den nächsten Schritt anzunehmen und zu sehen. Die anderen konnten das nicht mehr aufholen. Es war nicht mehr möglich. Das sind nämlich die Törichten, die anderen, die kein Öl mit sich genommen haben. Sie hatten nach ihrem Gefühl gehandelt. Begeisterung, Erregung, irgendwas Oberflächliches oder vielleicht auch Furcht und Angst, aber nicht aus wirklicher Liebe zu unserem Heiland. Durch die feierliche Botschaft war Furcht in ihnen geweckt worden, aber sie hatten sich auf den Glauben ihrer Brüder gestützt und waren mit dem flackernden Licht guter Anregung, ohne ein gründliches Verständnis der Wahrheit oder ein echtes Werk der Gnade in ihren Herzen zufrieden gewesen. Die Gefäße sind wir. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Und das ist es, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns, es reicht nicht einfach nur, die Bibel zu haben. Ja, sie ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Das ist eine Leuchte für unsere Füße, wie es in dem Psalm heißt. Aber es nützt uns nichts, wenn wir nicht die Anleitung darin nehmen, um nun persönlich zu Christus zu gehen und uns persönlich füllen zu lassen mit diesem Öl, mit diesem Heiligen Geist. Als Prüfungen kamen, versagte ihr Glaube und ihre Lichter brannten trübe. Also auf unserer prophetischen Linie, was ist also das nächste Ereignis laut dem Gleichnis der 10 Jungfrauen? Der Mitternachtsruf. Das ist das nächste, was hier geschehen ist und das hat im Sommer stattgefunden. Des Jahres 1844. Wir befinden uns jetzt nur noch in diesem Jahr. Und was war der Mitternachtsruf? Inhaltlich. Ich meine, was haben Sie gesagt? Sie haben ja nicht einfach nur gesagt, der Bräutigam kommt. Das muss ja jetzt eine Erklärung gewesen sein von dem Fehler, den sie hatten, um ihnen wieder eine neue Botschaft zu geben. Also der Mitternachtsruf war nichts anderes als die Erklärung des Fehlers, der die Zeitberechnungen betraf. Jetzt Ellen White erklärt das. Ich erspare euch das jetzt, das vorzulesen. Wir werden uns das im Überblick anschauen. Sie sagt, hier unten, wir lesen im unteren Paragraph, die Ursache dieser Bewegung, also der Mitternachtsrufbewegung, war die Entdeckung, dass der Erlass des Artaxerxes zur Wiederherstellung Jerusalems, der den Ausgangspunkt für die Zeit von 2300 Jahren bildete, im Herbst des Jahres 457 in Kraft trat und nicht am Anfang jenes Jahres, wie man früher geglaubt hatte. Also, ich möchte euch nicht vorenthalten, euch diese Erklärung so gut wie möglich bildlich darzustellen, denn da gibt es auch viel Verwirrung drüber, was eigentlich jetzt die Erklärung war. Und weil das Teil des Lichts des Mitternachtsrufs ist, das uns bis zum Ende leiten soll, denke ich, ist es wichtig, dass wir da kurz durchgehen. Also, was sie letztendlich sagt ist, sie haben verkündigt, die 2300 Jahre beginnen 457 vor Christus. Das haben sie auch auf der Karte so dargestellt. Und sie enden, wenn man das einfach mathematisch berechnet, 1843. Also auf der Karte, was sie gemacht haben, sie haben einfach 2300 gehabt, 457 abgezogen, kommt 1843 raus. Das war einfach die Rechnung. Und so sind sie auf dieses Datum gekommen. Und natürlich gibt es noch dieses Jahr Null. Ja, also wir haben ja 57 vor Christus, dann kommen wir irgendwann zum Jahr Null und dann noch in unsere Zeitrechnung 1843. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Das heißt, vor dem Jahr Null
haben wir 457 Jahre, die vergehen müssen, und nach dem Jahr 0 1843 Jahre, die vergehen müssen. Das heißt, wenn man die zusammenrechnet, haben wir zusammen diese 2300 Jahre. Ist jeder soweit mitbekommen? Soweit, so gut. Ist noch relativ einfach. Okay. Jetzt, wie ich euch ja schon gesagt habe, ist das Jahr 1843 ja ein jüdisches Jahr nach jüdischem Kalender, was in Wirklichkeit in unserem Frühling 1844 endet. Ja, das haben auch die Milleriten schon verstanden. Also wenn sie diese Rechnung gemacht haben und sie kommen bei 1843 raus, sie haben gewusst, dieses Jahr 1843 endet im Frühling 1844. Und das heißt natürlich, dass auch da vorne beim Beginn des Jahres 457 vor Christus auch ein jüdisches Jahr war. Und der Beginn dieses jüdischen Jahres war auch im Frühling. Also die Idee ist einfach, es müssen volle Jahre gewesen sein. Vom Beginn des Jahres 457 bis zum Ende des Jahres 1843 macht insgesamt 2300 volle Jahre. Von Frühling bis Frühling. So weit, so gut. Das heißt, der Beginn dieser 2300 Jahre ist im Frühling und das Ende auch. Man muss jetzt verstehen, wenn wir diese Jahre hier kennzeichnen, wir machen einfach immer nur so einen Strich. Aber das Jahr dauert ja eine Weile. Es ist ja nicht einfach nur ein Zeitpunkt, sondern ein ganzes Jahr, das da vergeht. Und das haben sie jetzt eben mit einkalkuliert. Und alles, was sie erkannt haben, ist, dass der Beginn der 2300 Jahre im Jahr 457 eben nicht am Beginn des Jahres war, nämlich im Frühling, sondern etwas später im Jahr, nämlich im Herbst desselben Jahres. Nämlich, dass dieser Erlass, von dem wir ja, dieser dritte Erlass von Artaxerxes, von dem wir diese Zeitweissagung datieren, der kam erst später im Jahr. Und das führt jetzt dazu, dass man diese gesamte Zeitweissagung dieser vollen 2300 Jahre, jetzt Achtung, verschieben muss, damit der Beginn im Herbst liegt. Und was passiert dann mit dem Ende? Rutscht auch in den Herbst. Das ist alles, was da passiert. Wir haben jetzt den Herbst 1844. Also das ist einmal, was man verstehen muss. Man rutscht diese ganzen 2083 Jahre ein halbes Jahr nach vorne. Und das ist die ganze Erklärung. Also ihr werdet oft hören, ja, das hat mit dem Jahr Null zu tun, man muss einfach ein Jahr addieren. Das erklärt nicht, was hier passiert ist. Damit kommt ihr niemals zu dieser Erklärung, wenn ihr einfach nur sagt, ach ja, man muss einfach wegen dem Jahr Null ein Jahr addieren. Das reicht nicht. Das erklärt es einfach nicht. Und jetzt ist das ja erstmal nur der Herbst und ich möchte euch einfach noch zeigen, wie viel Kraft diese Botschaft bekommen hat, weil sie das natürlich noch viel genauer erklärt haben. Diese 2300 Jahre sind ja im Buch Daniel mit noch einer weiteren Zeitweissagung verknüpft. Wisst ihr welche? In Daniel Kapitel 9? Die 70 Wochen. Genau. Das heißt, da wo die 2300 Jahre beginnen, beginnen ja auch die 70 Wochen oder 490 Jahre aus Daniel 9. Und die sind eine Weissagung worauf? Auf den Messias, auf diese letzte der 70 Wochen, wo er in der Mitte der Woche gekreuzigt wird. Und diese letzte Woche sind 7 Tage, prophetisch 7 Jahre, nämlich 3,5 Jahre vor der Kreuzigung, wo er seine Jünger unterrichtet hat, und dann nochmal 3,5 Jahre nach der Kreuzigung, wo das Evangelium speziell noch zu den Juden ging. Bis dann das Ende ihrer Gnadenzeit kam, die Steinigung von Stephanus und dann die Heidenmission offen war. Und das Interessante ist jetzt, wir wissen, dass die Kreuzigung im Frühling war. Denn er war ja das Passahlamm. Das Passa war das erste Fest im Jahr im Frühling. Okay? Er hat dieses Fest des Passas auf den Tag genau erfüllt. Also wo die Juden das Passa gefeiert haben und gerade das Lamm schlachten wollten im Tempel, ist er am Kreuz
gestorben und durch das Erdbeben ist das Lamm entwischt. Kennt ihr die? Ellen White beschreibt das so schön, ja, weil jetzt das Opfersystem eben abgeschafft wurde. Das Lamm wird nicht mehr geschlachtet, denn jetzt das wahre Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, hat sich erfüllt am Kreuz. Und zwar genau zum richtigen, nicht nur am richtigen Tag, sondern auch noch am richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Stunde. Also es war im Frühling. Und das zeigt uns jetzt natürlich auch, wann diese Zeitweissagung endet, nämlich der 490 Jahre. Welche Jahreszeit haben wir 3,5 Jahre nach dem Frühling? Herbst, exakt. Das heißt, das Ende der 490 Jahre war Herbst. 7 Jahre vorher ist auch Herbst. Was war am Anfang, was begann diese letzte Woche? Die Taufe, denn es waren ja 69 Wochen auf den Messias. Der Messias ist der Gesalbte, also der mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Er hat die Salbung mit dem Heiligen Geist empfangen bei der Taufe. Da begann sein öffentlicher Dienst. Und das war im Herbst. Das heißt, wenn wir jetzt diese 483 Jahre, also 69 Wochen zurückgehen, bestätigt das auch, dass der Beginn der 70 Wochen im Herbst gewesen sein muss. Und wenn das derselbe Startpunkt ist wie für die 2300 Jahre, dann bestätigt das Kreuz Christi 1844, und zwar den 22. Oktober. Wenn man jetzt noch mit reinnimmt, dass das Kreuz Christi, die Weissagung auf das Kreuz, ist das Fundament und die Grundlage zu bestätigen, dass der Beginn der 2300 Jahre wirklich im Herbst war, des Jahres 457, und es ist wie eine größere Bestätigung kannst du nicht geben als das Kreuz, als diese Weissagung, die dann bestätigt, dass das Ende auch im Herbst sein muss. Es war so eine kräftige Botschaft. Es war so überzeugend, als das damals verkündigt wurde. Ihr könnt das lesen in der Geschichte. Samuel Snow, er kommt am 15. August zum Exeter Camp Meeting. Die Leute sitzen da ganz betrübt, weil sie ja nicht wissen, haben die Orientierung verloren, die prophetische Orientierung. Und er kommt und bringt diese Botschaft und sagt, hey, wir haben den Fehler gefunden. Schaut euch das mal an. Es ist im Herbst. Wir haben es noch nicht gesehen vorher. Und die Leute sehen, boah, Klar, es war so überzeugend. Und die Leute haben diese Botschaft genommen. Ellen White sagt, Kinder konnten das erklären. Die sind rumgelaufen und haben diese Botschaft gebracht. Und es hat eine unglaubliche Erweckung hervorgerufen. Jetzt nochmal. Ne? Also das war der Mitternachtsruf. Und jetzt, wie sie das beschreibt, ist einfach unglaublich. Sie sagt, einer Flutwelle gleich breitete sich die Bewegung über das Land aus, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und nach entlegenen Orten, bis das wartende Volk Gottes völlig aufgeweckt war. Vor dieser Verkündigung verschwand der Fanatismus wie der Frühreif vor der aufgehenden Sonne. Also, man muss wissen, in dieser Zeit davor, da kamen viele fanatische Irrtümer in die Gemeinde. Jeder hatte irgendeine Idee, was jetzt wichtig ist, was jetzt gemacht werden sollte, irgendwelche Erklärungen. Und ja, es war wirklich auch große Verwirrung. Aber was sie sagt ist, wenn denn die Botschaft der Erweckung kommt und eine richtige Erklärung, diese Dinge werden einfach verschwinden. Diese Dinge werden einfach verschwinden. Und vielleicht haben wir auch heute, ich meine, ganz ehrlich, sind wir auch heute in so einer Art Verzögerungszeit und haben wir alle möglichen Winde der Lehre, wo wir denken, wir können nicht mehr vorne und hinten sehen und was ist jetzt überhaupt wichtig und jeder hat irgendwie die Botschaft, die er bringt und sagt, das ist jetzt wichtig und wenn ihr das nicht glaubt, dann werdet ihr verloren gehen. Wenn nicht der Mitternachtsruf, sondern der laute Ruf kommt, all diese Dinge werden verschwinden wie der Frühreif vor der aufgehenden Sonne. Sie sagt, dieses Werk war frei von Übertreibungen, es hatte die Merkmale einer wahren Erweckung. Ja, wenig begeisternde Freunde. Ich sage wieder mehr, gründliche Herzenserforschung, Sünden wurden bekannt, anhaltendes Gebet und ungeteilte Hingabe an Gott. Und wieder sagt sie, von den großen religiösen Bewegungen seit den Tagen der Apostel war keine freier von menschlichen Unvollkommenheiten und Tücken Satans als jene im Herbst
1844. Selbst jetzt nach vielen Jahren fühlen alle, die an jener Bewegung teilgenommen haben und fest auf dem Boden der Wahrheiten geblieben sind, noch immer den heiligen Einfluss jenes gesegneten Werkes und bezeugen, dass es von Gott kam. Und interessanterweise, und erinnert euch, das ist alles eine Lehre für uns. Sie sagt, das Werk beruhte nicht auf der Weisheit und Gelehrsamkeit der Menschen. Es waren nicht die Begabtesten, sondern die Demütigsten und Ergebensten. Das waren die Ersten, die den Ruf gehört haben und ihm gehorchten. Die früheren Leiter gehörten zu den Letzten, die sich an dieser Bewegung beteiligten. Die Kirchen verschlossen im Allgemeinen ihre Türen von dieser Botschaft. Also das Werk wird von Laien hauptsächlich abgeschlossen. Es wird nur wenig große Männer geben. Das sagt N. White an anderer Stelle. Und es geht nicht so sehr um Intellektualität, dass wir das jetzt apologetisch alles verteidigen können müssen. Sie sagt, es war nicht so sehr eine Sache der Beweisführung. Es wurde begleitet von einer vorwärtstreibenden Macht, welche die Seele bewegte. Es gab keinen Zweifel, keine Frage. Und jetzt vergleicht sie das mit dem siegesfrohen Einzug Christi nach Jerusalem. Und das ist jetzt wieder so interessant. Erinnert euch, wir haben ja vorhin schon gesehen, es gab unter der ersten Engelsbotschaft eine große Erweckung. Und dann kam die Enttäuschung, was ist passiert? Viele haben das verworfen. Und es ist so traurig. Ja, und jetzt kommt so eine kraftvolle Botschaft und dasselbe passiert wieder. Beim Einzug Jesu nach Jerusalem, was haben die Leute gemacht? Sie kamen, sie haben gejubelt, ja, sie haben gesagt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, ja, mit den Palmzweigen und alles. Die ganze Stadt war in Aufruhr und sie haben gesagt, boah, jetzt kommt Jesus, jetzt richtet er sein Reich auf. Hatten sie immer noch eine falsche Vorstellung von dem, was Jesus oder was der Messias eigentlich tun würde? Ja. Und das hat dazu geführt, dass genau die Leute, die beim Siegeszug von Jesus nach Jerusalem gejubelt haben, später was gerufen haben. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und Ellen White, so oft frühe Schriften, das müsst ihr lesen, sie stellt eine genaue Parallele her. Sie sagt, so viele, die beim Mitternachtsruf dabei waren, die sich gefreut haben, gejubelt haben, kurze Zeit später kam eine große Enttäuschung und sie haben alles verworfen. Und sie sagt sogar, sie haben damit Christus aufs Neue gekreuzigt. Das ist so traurig, ja? Aber es ist auch eine Warnung für uns, dass wir uns nicht nur davon, weil wir vielleicht etwas falsch verstehen, ein falsches Konzept haben, uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Ich meine, die Jünger, hatten die Jünger ein falsches Konzept davon, was der Messias tun würde? Sind sie alle geflohen am Kreuz? Ja. Aber sind sie zurückgekommen und waren sie bereit zu lernen? Haben sie gesagt, wir werfen unsere Erfahrung nicht weg. Das war der Messias. Ja, so einen Glauben brauchen wir auch. Wir werden in genau dieselben Umstände kommen in der Endzeit. Ich kann euch versprechen, auch wir werden Enttäuschungen haben. Auch wir werden mit Dingen konfrontiert sein, die wir vielleicht erstmal nicht erklären können. Die Frage ist dann, haben wir das Entscheidende? Haben wir die Gnade Gottes im Herzen? Wissen wir, dass wir eine lebendige Beziehung mit Christus haben, sodass wir dann zu ihm gehen und sagen, Herr, erklär es mir, was passiert hier? Oder sind wir bereit, alles wegzuwerfen, was wir hatten? Satan möchte uns unseren Glauben streitig machen. Sein ganzes Ziel ist, dass wir aufhören zu glauben. Das heißt, das Werk Gottes auf Erden zeigt durch alle Jahrhunderte hindurch in jeder großen Reformation oder religiösen Bewegung eine auffallende Gleichartigkeit. Die Prinzipien des Handelns Gottes mit den Menschen sind stets die gleichen. Und die wichtigsten Bewegungen der Gegenwart haben ihre Parallelen in denen der Vergangenheit. Und die Erfahrungen der Gemeinden früher Zeiten bieten wertvolle Lehren für unsere Zeit. Das ist alles für uns aufgeschrieben, inklusive der Miller-Bewegung. Das ist unser Fundament. Könnt ihr langsam verstehen, warum dieses Licht, was Gott uns da gegeben hat, so eine wichtige Grundlage ist, um vorbereitet zu sein für das, was kommt. Ich kann euch nur wirklich ans Herz legen, das zu studieren. Blick auf das, was kommt. Sie sagt, das Gleichnis der 10 Jungfrauen wurde erfüllt und wird sich wieder erfüllen. Diese ganze Erfahrung, die sie durchgegangen sind, ja, das hat sich ja erfüllt, aber das wird sich wiederholen. Also, es fehlt ja noch die dritte Botschaft, um diese Geschichte abzuschließen.
Wo kommt jetzt die dritte Engelsbotschaft hier ins Spiel? Nun, auch das Gleichnis der 10 Jungfrauen hat sich natürlich erfüllt damals und ist auch noch zu einem Abschluss gekommen. Es endet damit, dass der Bräutigam gekommen ist und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür war verschlossen. Jetzt ist interessant zu verstehen, dass wenn er zur Hochzeit geht, dann ist das eben noch nicht die Wiederkunft, sondern dieser Wechsel vom Dienst von Christus in der Phase des Erlösungsplans, wo er jetzt ins Allerheiligste geht. Da ist er zur Hochzeit gegangen, um seine Gemeinde zu empfangen. Und auf der prophetischen Linie ist das eben hier am 22. Oktober 1844 geschehen, als er ins Allerheiligste gegangen ist. Er ist nicht zur Erde gekommen, sondern zu einem neuen Bereich im himmlischen Heiligtum. Da war die geschlossene Tür. Und es gibt eben eine andere Stelle, wo davon gesprochen wird, dass es auch einen Zeitpunkt geben wird, wo er von der Hochzeit aufbrechen wird. Und das ist die Wiederkunft. Und auch da sollen wir unsere Lichter brennend haben, wie eben die 10 Jungfrauen, weil sich dieses Gleichnis nochmal erfüllen wird. Und Ellen White schreibt, dass als Christus in das Allerheiligste ging, sandte er einen anderen mächtigen Engel mit einer dritten Botschaft zur Erde. Und das ist eben jetzt die dritte Engelsbotschaft, die in die Geschichte kam, 1844 und ab diesem Zeitpunkt gegenwärtige Wahrheit wurde. Also wenn wir das jetzt auf unsere Linie uns anschauen, dann begann die dritte Engelsbotschaft am 22. Oktober 1844. Was ist der Inhalt der dritten Engelsbotschaft? Wovor warnt sie? Vor dem Mahlzeichen des Tieres. Und was verstehen wir heute, ist das Mahlzeichen des Tieres? Der Sonntag. Sie waren ja alle Sonntagshalter bis dahin. Aber als er jetzt ins Allerheiligste ging, was ist da im Allerheiligsten? Die Gebote Gottes, oder? Und was haben Sie ab diesem Zeitpunkt jetzt verstehen können, wo jetzt das Gesetz Gottes so in den Fokus rückt? Den Sabbat, oder? Und erst wenn du den Sabbat erkennst, kannst du auch das Mahlzeichen des Tieres verstehen, nämlich als den falschen Sabbat. Und so begann jetzt das Licht der dritten Engelsbotschaft genau ab dem Zeitpunkt, wo das Gesetz Gottes im Allerheiligsten in den Fokus rückt. Und diese drei Botschaften laufen jetzt parallel bis in unsere Zeit und es ist immer noch das, was wir verkündigen. Und die Frage ist jetzt, wie geht es für uns weiter? Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ich habe jetzt mal die ganze Geschichte hier nach links katapultiert, um zu schauen, wie das jetzt eigentlich weiterging bis heute. Also die erste Engelsbotschaft und die zweite Engelsbotschaft und die dritte Engelsbotschaft haben ihren Beginn in dieser Zeit. Das ist unser Fundament. Und sie laufen weiter durch die Geschichte bis heute. Es ist immer noch unsere Botschaft. Und ich erinnere euch, Ellen White sagt, geht zurück, wenn ihr diese Botschaft erklärt und erklärt unsere Geschichte. Es gehört dazu. Und was jetzt eben geschehen ist in der Geschichte, nur ganz kurz, da kommt noch ein weiterer Engel. In Offenbarung 18, der sogenannte vierte Engel, der keine neue Botschaft ist, sondern eigentlich dieser dreifachen Engelsbotschaft Kraft geben soll, dass sie noch einmal mit Kraft verkündigt wird. Gott wollte das schon einmal tun in der Geschichte. Damit könnte man jetzt ganze weitere Vorträge füllen, im Jahr 1888. Aber diese Bekräftigung wurde eben nicht erreicht, ja, als Jones und Wagoner diese Botschaft verkündigen wollten. Und so warten wir immer noch auf diese vollständige Erfüllung des vierten Engels, und das wird am Sonntagsgesetz sein. Ich meine, es gab ja schon 1888 die ersten Sonntagsgesetze, aber als die Gemeinde ja diese Botschaft nicht angenommen hat, ja, und durch auch Jones, der dann im Kongress das abgewendet hat, ja, ist das wie so wieder im Sande verlaufen. Und heute warten wir immer noch auf diesen vierten Engel, der eben beim Sonntagsgesetz kommen wird. Und das ist das, was wir dann den lauten Ruf nennen. Das Pendant zum Mitternachtsruf. Denn wir sind genauso in der Zeit der Verzögerung und warten auf unseren Mitternachtsruf. Aber der Punkt ist, das ist die Krise, wo sich unser Charakter offenbaren wird. Wir, die wir das Licht haben und schon in der Verzögerungszeit sind, wie demütig sind wir und gehen hin in die Bibel und prüfen uns selbst, unseren Glauben, dass wenn das kommt, wir einfach bereit sind. Das ist der Spätregen, auf den wir warten. Aber darauf werden wir dann heute Nachmittag eingehen. Was braucht es eigentlich, um wirklich darauf vorbereitet zu sein? Also, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Lehren für uns heute.
abschließende Gedanken. Durch das Fallen in den Laodicea-Zustand wurde die Wiederkunft wieder verzögert. Seit 1844 sind wir Laodicea und auch 1888 hat Gott es nicht geschafft, uns da wieder herauszurufen. Und so brauchen wir wieder eine Erweckung und Reformation. Aber das Ding ist jetzt verknüpft mit einer prophetischen Botschaft. Das war immer verknüpft mit einer prophetischen Botschaft in der Geschichte. Was ist unsere prophetische Botschaft? Wir haben ja keine Zeitweissagung mehr, aber was ist das Ereignis, wo wir schon lange sagen, das wird kommen? Das Sonntagsgesetz, oder? Wir haben auch eine prophetische Botschaft, die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit ist. Aber was ist dann eigentlich der Inhalt der letzten Botschaft, mit der die ganze Welt geprüft wird? Ich meine, worum geht es wirklich, oder? Ich meine, dass der Sabbat jetzt der richtige Tag ist, das ist ja nur ein Aufhänger, oder? Es soll die Menschen zu etwas führen. Was meint ihr? Was interessiert es euch, was der Inhalt ist? Ich meine, damals oder bei den Milleriten, das war jetzt die 2300 Jahre oder dann das Allerheiligste, das Heiligtum und so weiter, das haben wir alles. Bei Noah war es der Bau der Arche, Regen kommt, geht in die Arche. Also es hat sich irgendwie immer anders gestaltet. Aber was glaubt ihr, ist jetzt wirklich der Inhalt der letzten Botschaft, mit der die ganze Welt geprüft werden wird? Die Schöpfung? Es hat damit zu tun, auf jeden Fall, ja. Die Gerechtigkeit Christi darzustellen durch Offenbarung 18, die Herrlichkeit des Herrn wird offenbart. Ja. Die letzte Botschaft stellt die richtige Beziehung zwischen Gesetz und Evangelium her. Denn das ist aus den Augen verloren worden. Es ist meistens immer eine Betonung auf das eine oder andere gelegt worden. Auch wir haben diesen Fehler gemacht als in der Adventgeschichte. Haben zu sehr irgendwann das Gesetz gepredigt und Christus aus den Augen verloren. In der evangelikalen Welt, da wird das Gesetz außer Acht gelassen. Ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Wir sind berufen, diese beiden Dinge in die richtige Beziehung zueinander zu setzen. Ja, und Bruder, du hast es gesagt, ein Thema wird alle anderen verschlingen, Christus unsere Gerechtigkeit. Christus ist das Evangelium, die Gerechtigkeit ist das Halten der Gebote und diese beiden Dinge zusammen wird alles sein, was das erklärt und die Lösung bringen wird. Und die Sabbat-Sonntag-Frage soll den Fokus, jetzt kommt deine Antwort, auf den liebevollen Schöpfer der Lebensgesetze lenken. Was meine ich damit? Der Angriff auf das Gesetz und die falsche Darstellung von Gottes Charakter durch Satan ist das Thema des großen Kampfes, welches seit 1844 in den Fokus rückte. Wir haben nicht umsonst als wichtigstes Buch Vom Schatten zum Licht oder Der große Kampf. Das ist eigentlich das Licht, was uns gegeben wurde, um alles, was hier passiert, in einen ja sogar universalen Kontext zu stellen. Und es begann mit einem Angriff auf Gottes Gesetz und Charakter im Himmel und damit wird es auch enden. Und das Untersuchungsgericht seit 1845 ist eine Beurteilung und Offenlegung unseres Urteils über Gott und sein Gesetz. Darum geht es im Untersuchungsgericht. Ich meine, es heißt ja, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Von wem? Von Gott. Und wir denken immer sofort, ja, Gott richtet uns irgendwie oder untersucht uns. Aber diese Untersuchung beinhaltet eigentlich zu sehen, wie wir Gott beurteilen. Also Paulus spricht davon, dass Gott sich als wahrhaftig erweisen muss, weil er auf der Anklagebank sitzt. Die Frage ist, wie beurteilen wir eigentlich Gott? Wie beurteilt die Welt Gott? Weil da ist ja ein großer Kampf im Himmel zwischen Christus und Satan und Gott ist angeklagt. Und die Frage ist, wie richten wir eigentlich Gott? Und es heißt, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Wir werden ja durch Anschauen verwandelt und gemäß dem Bild, was wir haben, werden wir auch verwandelt und dann werden wir einfach das Bild offenbaren, das wir bekommen haben. Aber wir bekommen es von Gott. Also die Frage ist, wie beurteilen wir eigentlich Gott zuerst mal? Und Ellen White beschreibt das dann an mehreren Stellen. Wir werden es nicht mehr lesen. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass es mit hier drin ist. Sie sagt,
dass Satan eben diese Täuschung gebracht hat über die Wichtigkeit von Gottes Gesetz und dass wir das aus den Augen verloren haben. Und sie sagt hier unten, hier liegt das Geheimnis, weshalb den Erweckungen in unserer Zeit der Geist und die Kraft Gottes fehlen. Wir stellen diese Dinge nicht mehr in richtigen Bezug zueinander. Und sie sagt, es wird eine Erweckung kommen zur ursprünglichen Gottseligkeit. Ja, Gottes Geist wird ausgegossen werden, aber davor wird Satan versuchen, das zu fälschen. Ja, es wird ein tiefes religiöses Erwachen geben in der ganzen Welt, aber es wird eben eine Täuschung sein, bevor das Echte kommt. Und sie sagt, bei jeder Erweckung oder jeder Wiederbelebung vom Werk Gottes versucht Satan das natürlich zu fälschen. Und sie sagt, das Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, dass es unmöglich sein wird, beide zu unterscheiden, außer durch die Heilige Schrift. Also seht ihr, dass es wieder wichtig sein wird, selber zu wissen, was wir glauben, aus dem Wort Gottes. Und das Thema ist eben, ja, was ist die Prüfung, die wir haben werden? Um die vor ihnen liegende Prüfung bestehen zu können, müssen sie den Willen Gottes verstehen, wie er in seinem Wort offenbart ist. Sie können ihn nur ehren, wenn sie eine richtige Vorstellung seines Wesens, seiner Regierung und seiner Absichten haben und auch danach handeln. Das ist das Thema, was für uns wichtig ist. Wie regiert Gott eigentlich? Wie setzt er sein Gesetz durch? Was ist sein Charakter? Darum wird es am Ende gehen, sagt sie. Und wenn wir da nicht klar sind, werden wir scheitern. Und sie sagt, soll ich Gott mehr gehorchen als Menschen? Menschen haben Regierungssysteme. Menschen stellen diese Dinge dar. Und Gott hat sein Gesetz und seine Regierung. Und die Frage ist, wofür entscheiden wir uns? Sie sagt, der letzte große Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum ist das entscheidende Ringen in dem langanhaltenden Streit über Gottes Gesetz. Sie sagt uns, was das Thema ist. Der Kampf zwischen den Gesetzen der Menschen und den Geboten des Herrn, zwischen der Religion der Heiligen Schrift und der Religion der Fabeln und Überlieferungen. Und der Punkt ist, hier geht es nicht einfach nur darum, dass der Sabbat der Samstag ist und der Sonntag der falsche Tag. Hier geht es um ein Regierungssystem. Hier geht es darum, wie Gott eigentlich seine Gesetze durchsetzt. Und es heißt, Gott zwingt nie, weder den Willen noch das Gewissen. Satan hingegen nimmt, um jenen seine Gewalt zu bringen, die er auf keine andere Weise verführen kann, beständig seine Zuflucht zum Zwang durch Grausamkeit. Und mit Furcht oder Gewalt bemüht er sich, das Gewissen zu beherrschen und Huldigungen für sich selbst zu gewinnen. Um dies zu erreichen, bedient er sich sowohl religiöser als auch weltlicher Autoritäten, die er dazu bringt, menschliche Gesetze unter Missachtung des Gesetzes Gottes durchzusetzen. Was hier wichtig ist, ist die Art und Weise, wie er seine Gesetze durchsetzt. Und er benutzt bestimmte Mittel, die Gott nie verwendet. Und zwischen diesen beiden Regierungsformen werden wir uns entscheiden müssen. Denn das Bild des Tieres und das Malzeichen des Tieres, alles mit Zwang verbunden. Wenn du nicht gehorchst, dann werden wir dich umbringen und töten. Und Gott verwendet diese Mittel eben nicht. Und wir werden uns da entscheiden müssen. Die ganze Welt wird sich da entscheiden müssen, welchem Gott sie glauben. Denn das wird ja eine Täuschung sein. Also das Malzeichen des Tieres, das Bild des Tieres, die werden den Gott der Bibel als ihren Gott ausgeben. Es ist die Täuschung, die er über die ganze Welt bringen wird. Die Behauptung, dass das Gesetz fehlerhaft ist. Das Gesetz sollte geändert werden. Und der Kampf gegen Gottes Gesetz, der im Himmel begonnen hat, wird bis zum Ende der Zeit fortgesetzt werden. Und jeder Mensch wird geprüft werden. Alle werden aufgerufen sein, zwischen dem Gesetz Gottes und den Gesetzen der Menschen zu wählen. Und es wird wieder nur zwei Klassen geben. Kluge, törichte Jungfrauen. Jeder Charakter wird sich voll entfalten und alle werden zeigen, ob sie die Seite der Treue oder der Rebellion gewählt haben. Und das ist jetzt die letzte Folie. Ich denke, wenn wir über Gottes Gesetz nachdenken, was das Wichtigste sein wird, ist zu verstehen, dass Gottes Gesetz nicht einfach Regeln sind, die er uns aufruft zu befolgen. Und wenn wir sie nicht befolgen, dann muss er uns strafen. Und wenn sie befolgen, dann muss er uns belohnen. Gottes Gesetz sind seine Schöpfungsgesetze. Ja? Deswegen weisen wir sie ja durch den Sabbat auf die Schöpfung hin und sagen, das ist, wie Gott einfach die Welt gemacht hat. Und wir sollen damit in
Verbindung kommen. Und was Gott machen muss, er muss eigentlich seine Gesetze, seine geistlichen Gesetze, die aber genauso real sind, in unser Herz schreiben. Ja, das heißt, ich werde meine Gesetze in ihren Sinn legen und sie ihnen ins Herz schreiben. Er muss da wirklich ein Schöpfungswerk in uns tun. Und das wird so dazu führen, dass wir Gott wirklich kennen. Das heißt, das ist aber das ewige Leben, dass sie mich, den allein wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Erkennen wir den wahren Gott? Haben wir eine persönliche Beziehung mit ihm? Erkennen wir seine Liebe so sehr, dass wir uns voller Vertrauen ihm hingeben? Findet da eine wirkliche Veränderung, eine Heilung auf geistlicher Ebene und statt, die sehr real ist? Dahin möchte Gott uns bringen, dass wir nicht dieses äußerliche, rechtliche Verständnis haben von seinem Gesetz, sondern von tatsächlichen Lebensgesetzen, wo da wirklich was passiert mit uns. Und dann kommen Evangelium und Gesetz zusammen in einer wunderbaren Art und Weise. In 5. Mose 4, glaube ich, werden die 10 Gebote wiederholt. Und die Begründung, den Sabbat zu halten, ist, weil es die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde dargestellt durch Ägypten. Das ist die neue Kreatur. Und das können wir nur verstehen, wenn wir das Gesetz wieder an seinen richtigen Platz setzen, weg von auferlegten Regeln und Strafen hin zu den Schöpfungsgesetzen, die Gott einfach geschaffen hat und nach denen wir funktionieren und in die er uns wiederherstellen möchte. Und wenn wir sehen, dass er Liebe ist, dann geben wir uns gerne hin, dass er das auch in uns tut. Und darüber soll es dann auch heute Nachmittag gehen. Und ich bin auch übrigens sehr froh, dass das nächste Quartal in der Sabbatschule, wisst ihr, welches Thema es da sein wird? Der große Kampf. Vom Schatten zum Licht. Wir werden ein ganzes Quartal lang dieses Thema studieren, vom großen Kampf um Gottes Gesetz und Charakter. Also ich bin da sehr dankbar für. Und ich kann euch wirklich ans Herz legen, das zu nutzen, da wirklich tief reinzugehen. Ich werde auch, denke ich, regelmäßig, wöchentlich darüber dann Studien zu machen, auch online, wer da vielleicht mitmachen will. Weil ich glaube, es ist nicht umsonst, dass jetzt auch dieses Thema so passend kommt, als Vorbereitung für uns auf die Zeit der Erweckung, Reformation und Sonntagsgesetze, worauf wir alle warten, dass wir dieses Thema richtig verstehen. Das ist eine sehr wunderbare Gelegenheit. Also seid auch heute Nachmittag dabei. Amen. Amen.